Äste haben wir genug und Unkraut sowieso auch. Ah, wir haben noch die geilen Ranken, aber die kann ich im Moment auch nicht gebrauchen. So, ich baller jetzt mal die Konfetti-Maschine erstmal ins Lager. Den auch. So. Ach ja. Ja, was will ich denn damit anfangen? Die sind cool, aber ich habe einen Platz für die. Den zähle ich nicht so. Oh, es ist so schick hier. Immer noch. Ich bin mal so frei und baller das hier rein. Einfach hier hin. So, immer schön gießen, nicht vergessen. Dampft er denn schon? Yes. Genau, eine Vogelscha Igel. Hallöchen, Joggerchen. Schwester Herz, guten Morgen, wie geht's dir? Alles fit? Guck mal, wie toll meine Insel aussieht. Guck mal. Guck mal, mein Feld. Siehst du das? Hier die Straße so. Hier so. Ist voll toll, oder? Ist das hier die Mitte? Ah, was ist denn das? Das sieht sehr mittig aus. Und das sieht gut aus. Da, das... Voll geil, Mann. Das machen wir. Genau. Wir liegen hier alle, Alter, mit 40 Grad Fieber. Oh no. Gute Besserung. Passt auf euch auf. Schnelle Genesung, oh je. Oh je. Was ist denn bei euch wieder passiert? So. Oh, Alien hat uns angestellt. Oh no. Oh, mies, mies. Ne, ist voll schön, ne? Ist richtig schön. Ich habe auch schon fast alles Gemüse. Mir fehlt nur noch Zuckerrohr. Ist voll gut, ne? Wie gesagt, hier wird eben so dieses ländliche japanische Viertel, ne? Hier kommt eben jetzt ein Haus hin, ein Bewohner, das dann auch ein japanisches Häuschen hat. Und hier dann ebenfalls sogar noch. Ja, eigentlich schon. Dann sind es so drei Häuschen, das ländliche Viertel eben so ein bisschen. Und dann geht's auf der rechten Seite direkt ins Stadtviertel und dann von so zur Einkaufsmeile hoch und so, ja. Das wird richtig cool. Es wird toll. Wie sag's dir? So, ich würde die Azaleen fast hier hinballern wollen. Ja, mal schauen. Wir müssen noch zu Habe. Ha, wie viel Geld habe ich? Ah, easy. Schaffen wir alles. Okay, ab dafür. Ah, voll toll. Ich hab echt... Ich weiß ja jetzt, du musst wissen, ich hab gestern echt viel Animal Crossing gespielt, fast den ganzen Tag. Offscreen halt, und da habe ich jetzt zum Beispiel eben vieles gemacht, gerade abends, und bis ich auch Wege gefunden habe online, ne? Ich hab ewig lang online gesucht, so nach Wegen. Ja, und das die ganzen Felder anlegen, bis ich mal zufrieden war, das hat echt lang gebraucht. Aber jetzt bin ich echt stolz drauf, sieht wirklich hübsch aus. So, ich möchte fliegen. Toller Gecko macht tolle Sachen, ja. Hurry, let's go. Voll hübsch alles. Ich spiele die ganze Zeit das DLC. Ja, sollte ich auch noch. Ja, aber im Moment bin ich jetzt so auf Inseldesign aus. Ja. Deswegen heute erstmal ein bisschen Inseldesign. Aber ja, das DLC, also Happy Home Paradise, habe ich mir auch schon angeschaut. Da haben wir zwei Häuser gemacht, oder? Wir haben auch schon ein bisschen was da gemacht. Aber da müssen wir natürlich auch wieder hin. Irgendwann. Erstmal Insel. Trude! Ich hätte gerne eine neue Freeze von dir. Ja. Ja, let's go. Verpass mir eine geile Frisur. Suche Mann mit Pferdeschwanzfrisur, egal. Was? Was? Was bist du denn? Das sieht interessant aus. Spitze. Hab auch schon voll den Plan für meine Insel. Ja! Bin voll gespannt.
Mini-Iro, ja, irgendwie so, ne? Ah, tatsächlich habe ich beide schon. Mona Lisa? Das ist die richtige, ne? Die ist nicht gefälscht. Warte mal. Doch, die ist gefälscht. Bei ihm weiß ich gerade nicht. Und die beiden sind jetzt übrigens da. Guck mal. Voll toll. Und Turtle ist hier ab heute. Geil, der gute alte Turtle. Mal sehen, was er so kann. Jetzt bin ich gespannt. Was macht ihr denn Tolles? Jungchen, richtig schön hier, was? Danke nochmal. Manche Sachen kann nur ich umgestalten. Bringen Sie mir. Und Rosalie. Rosina, ja? Oh, ich hatte schon die ganze Zeit vor, mich bei dir zu bedanken, Gecko. Dieser Trailer? Gib Björn die Chance, sein Können unter Beweis zu stellen. Wir werden so viel Spaß haben. Ich freue mich, dass wir uns jetzt wohl öfter sehen werden, du, Björn und ich. Die zwei sind schon sehr schnuffig. Hallo, Jungchen, willst du was umgestalten? Vielleicht. Hä? Das kostet nur Sternis. Das ist ja super gut. Das kostet nur Sternis. Ah. Dies ist sehr interessant. Und was ist jetzt hier? Heda Gecko, ich möchte dich ja gern jemand ganz Besonderem vorstellen. Das hier ist Turtle, der beste Bote und Inventarverwalter, den man sich nur wünschen kann. Was? Ich kann noch viel mehr. Uff, ich war schon Bürgermeister, da trug Harvey Windeln. Ha, also gut. Ja, Turtle mein Name. Harvey liegt schon richtig. Die Inventarverwaltung ist meine Spezialität. Ob Zustellungen direkt zu dir nach Hause oder frisch in deine griffeligen Händchen, ich erledige das. Der Ruhestand lag mir einfach nicht, da kommt man sich ja richtig gehen alt vor. Unglaublich, aber wahr. Gut, dann lasse ich dich mal in Ruhe. Freue mich auf dich. Oh, ich habe den guten alten Turtle eingeladen, hier einfach zu entspannen und seine Mitte zu finden. Aber er hatte wohl anderes im Sinn. Ich wünsche dir Glück und positive Schwingungen. Wir sehen uns. Ach, die beiden. Turtle, voll cool. Ich bin gespannt hier. Du sagtest, du bist das Lager, ja? Vielleicht hast du meinen Namen nicht mitbekommen. Ich heiße Turtle. Und du? Gecko? Ich freue mich, deine Bekanntschaft zu machen, Gecko. Entgegen landläufiger Behauptungen einiger Grünschnäbel steckt noch viel Werfe unter diesem Panzer. Keine Ahnung, könnte denn ein Fossil wohl ein Lieferservice betreiben? Nein, könnte es nicht. Wenn du etwas einlagern oder etwas mitnehmen möchtest, dann wende dich ruhig vertrauensvoll an mich. Was sagst du nun? Der Ruhestand ist schon gut, aber so bleibe ich mit den Leuten in Kontakt. Wie dem auch sei, komm vorbei, wann immer dir nach ist, Sprössling. Ah, du bist Sprössling. Kann ich etwas für dich tun? Ja, es hat einfach ein Lager. Turtle ist einfach Lager. Auch nicht schlecht. Kann man machen. Na denn. Next. Guten Morgen. Wir sammeln Spenden für Verkäuferin von Teppichen und mysteriösen Tapeten. Azita. Ja, Jesus, was ist denn das? Und wer ist dann hier noch? Smaralda. Ja, richtig. Ich war Sagara mit äußerst akkuraten Vorhersagen. Ja. Machen wir mal so. Klar. Das war das und ich habe kein Geld mehr, lol. Ups. Falscher Weg. Oh mein Gott, habe ich kein Geld mehr einfach. Hä? Was ist das? Hast du mir den Plan von deiner Insel schon erzählt? Was ist denn dein Inselplan? Ja. Mache ich dich voll? Ja, ne? Klar. Nein, doch nicht. Sorry.
Mach ich doch nicht. Folgendes. Ja. Und zwar. So. Ja. Okay. Dann sind die fast voll. Und dann passt das. Tschüss. Genau, weil ich ja jetzt spulen möchte. Aber ich möchte die Läden ja nicht spulen. Dementsprechend. Ja. Mache ich das dann so. Mache ich einfach so. Klar, ich könnte jetzt einfach auch komplett freischalten mit Spulen, aber... Nee, lass mal. Das mache ich schön, so wie sie es gehört. So. Wir sind ein bisschen Richtung witchy und niedlich gehen, wenn es klappt. Okay, doch, ich glaube, du hast das erzählt sogar, glaube ich. Witchy und niedlich. Aha, so mit Natur und allem. Ja, same hier, ne? Ich bin ja auch hier, viel Natur, nicht so sehr zugebaut, deswegen hier eben. Auch das Stadtviertel rechts dann auch eher so ein bisschen natürlich und auf einer zweiten Ebene angehaucht und so. Aber ja. Ja, bin ich ja gespannt, wie es dann bei dir aussieht. Wirklich. Muss ich dann echt unbedingt sehen. Allgemein bin ich so schon gespannt auf deine Insel, wie die eigentlich jetzt schon aussieht. Ich mag das, Inseln zu besuchen, weil jede eben so anders aussieht. Jede Insel. Vom Grundaufbau finde ich es ja immer schon spannend. Fertig. Lass mal die Azaleen bauen. Gleich. Echt, du willst Coco? Echt? Okay. Ah, ich nicht. Coco ist schon cool, aber... Das ist interessant. Heute ist Yoshino jetzt erstmal eingezogen. Oh, Karotten, ne? Ah, Sommerhibiskus. Also, Stechpalmen? Ih, die sind ja doch nicht... Ja, hä, was sind das? Okay. Hab sie mir bestellt, ja? Cool. Okay, ich dachte, die waren so inselexklusiv, die sind einfach super geehrt. Das ist ja fantastisch. Was ist denn das für ein Schmarrn? Ja, sie ist mysteriös und creepy. Ist sie halt wirklich? Ich weiß schon. Hä? Wo ist es denn jetzt? Da. Passt zum Hexenthema. Oh, hast recht. Hast recht. Passt sehr gut. Deswegen kommen ja jetzt auch bei mir Charaktere drauf, die natürlich auch zu meinem Inselthema passen. Deswegen, ne? Ganz wichtig an der Stelle. Bin ich echt am Überlegen. Nein, ich mache nicht alles voller Stechpalmen. Das wäre auch blödsinnig. Aber. Aber. Genau. Ich könnte das so machen. Pass mal auf. Hautgirl, schätze ich. Hallöchen, herzlich willkommen. Gerade entdeckt und finde ich mega sympathisch. Dankeschön. Herzlich willkommen. Stirnibaum. Freut mich sehr zu hören. So. Jimmy brauche ich auch noch. Wer war denn Jimmy? Wer war denn Jimmy? Jimmy. Jimmy Neutron. Was? Ah, das Einhorn. Hellblau, ne? Hellblaues Einhorn? 1, 2, 3, 4. Genau 5. Aufpassen, das ist eine Falle. Hallo? Voll nicht. Mensch. Sei mal nicht so fies jetzt hier, Schwester. Was soll denn das? Mann! Doofnuss. Das Einzige, was wir hier sind in der Gecko-Gilde, ein bisschen verrückt. Aber sonst... Richtig, da landest nur du. Ich weiß gar nicht. So, guck mal. Ich glaube, das sieht gut aus am Ende. Ich glaube, das ist süß. Ja. Yeah.
Das hier sind halt auch hübsche Büsche, ich weiß das. Aber egal. Ich mach die jetzt weg. Eben, ich sag ja, da landet eh nur Jokerchen so. Hä? Da wird sie gebissen. Ich meine natürlich angeknabbert. So. Ah, guck mal. Frangipani. Das sind auch echt hübsche Blumen. Und danke für den Follow. Herzlich willkommen. Nochmal. So. Ja, ja, ja. Das ist ganz allein dein Privileg. Pink Frangipani. Schon hübsch. Aber ich glaube, ich mache die Garten, die Hecken-Azaleen rein. Fange ich mal mit der an. Dann die helle. Dann die dunkle. Danke. Scheiß Spiel. Dann die dunkle. Dann die helle. Ich versuche ja immer noch ein bisschen dieses gemischte hawaiianische und japanische. Es ist nicht einfach. Die dunkle. Das ist die Garten. Dann brauche ich die Hecken-Azalee. Warte, was? Scheiße. Wie war das jetzt? Shit. Das ist die Hecke. Das war sogar richtig. Hecke, Garten. Hecke. Nee, warte, egal. War hier auch noch. Hecke. Garten. Hab keine Hecke mehr. Garten. Hecke. Garten. Hecke, Garten. Hecke, Garten. Hecke, Garten. Hecke, Garten. So. Hecke. Garten. So, ne? Deine Straße ist schon rissig. Ja, ich weiß, mit Absicht. Sieht doch gut aus. Soll ich hier alt und landlich und bla, kaputte Straßen, dies, das, ne? Schon abgenutzt. Ganz mit Absicht. Ich verabschiede mich mal und wünsche euch auch noch viel Spaß beim Spielen. Tschüss, Wiedersehen, PJ. Wunderschönen Tag dir noch. Schön, dass du da warst. Das ist Garten. Nee, das ist... Jetzt muss ich nochmal schauen hier. Das ist die Garten. Nee, warte, was? Das ist Garten. Ja, das ist Garten. Hecke, Garten. Was? Garten. Aber hier fängt der Strand schon an. Okay, hier kann ich nicht weitermachen, weil ich nicht weiter weiß. Ich glaube, hier ist Schluss sogar. Hier ist Schluss. Schade. Okay. Habe ich die noch? Magst du mir mal deine Insel zeigen? Kann ich... Stimmt, das hat gefehlt. Wo war das denn? Kann ich gleich machen. Die ist noch nicht so spannend. Aber kann ich gleich machen. Das, was schon da ist. So.
Ja, ich glaube, ich habe nichts mehr. Hecken, Azaleen! Hecken? Geil, ich hab die ja doch noch. War doch Hecken, Azalee, oder? Oder bin ich jetzt besoffen? Na, ich weiß es nicht mehr. So, ich bin noch müde. Es ist früh am Morgen. Wie soll man sich denn da schon Sachen merken? Garten, Azalee. Garten. Yes! Das ist genau der Scheiß, den ich brauche. Den ich brauche. Der ich brauche. Trotzdem nochmal prüfen. Prüfen ist wichtig. Garten. Hä? Aber nein, das ist ja die falsche. Nee, warte, wait, what? Das ist die Garten, Azalee. Ich komme gerade so durcheinander, weil ich die anderen Büsche noch habe. Jetzt warte mal. Da. Geht mal weg. Hudel ich eh nachher wieder aus, aber die kommen jetzt erstmal weg, weil die irritieren mich gerade so hart einfach, weil die sehr ähnlich aussehen auch. Was bist denn eigentlich schon so früh wach? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Allgemein nicht so viel geschlafen, allgemein nicht so gut geschlafen eigentlich, aber ich bin relativ fit. War gegen 4:30 wach, hab schon Animal Crossing gespielt und dachte, let's go, gehst du live, wenn du schon spielst. Hä? Und hier bin ich. Gut geht's dir? Ja, soweit eigentlich schon, doch. Absolut. So, jetzt sind die weg. Ich zeig dir gleich die Insel. Moment, lass mich noch die Büsche auf jeden Fall hierher ballern. Das ist jetzt gerade wichtig. Bevor ich komplett rauskomme, nämlich hier. Das ist die Garten. Und dann ist das die Garten. Nein. Ich brauche Hecke. Siehst du, habe ich schon falsch gemacht hier. Hecken. Garten. Hecke. Garten. Dann sollte es jetzt passen. Hecke. Hecke. Finde ich gut, ja, ne? Ich nehme mich auch. So. Ja. Müsste ja eigentlich stimmen. Sehen wir dann, wenn es blüht. Wann blühen die eigentlich? Weiß jetzt auch kein Schwein. So. Ausnahmsweise freue ich mich auch, dein Gesicht so früh am Morgen mal zu sehen. Dankeschön. Gut, nehme ich als Kompliment. Hecke. Ich kann ja wieder mit der Hecke anfangen. Sieht schöner aus. Ich mache einfach weiter. Ich mache einfach so eine Allee hier. Garten. Hecke. Garten. Hecke. Garten. Hecke. Garten. Hecke. Ja, wir haben es gleich. Garten. Was soll der Scheiß jetzt?
Egal, dann hört's hier auf. Passt schon. Ich glaube, das sieht am Ende gut aus. Lass es so. Ja, sehe ich nämlich auch so. Oh. Oh. Oh oh. Was war jetzt das da, Hanne? Das ist die Garte. Okay, das ist aber ein Hecken. Heckenschnecken? So. Machen wir so. Ich glaube, das dürfte gehen. So sieht es sich ja gut aus. Bestimmt, ja. Ich denke schon auch, das passt schon. Ah, theoretisch könnte ich hier natürlich nochmal runtergehen. Aber, nee, da habe ich was anderes vor. Okay, cool. Dann kommt man hier so an den Strand und dann sieht man da so Büsche. Ich glaube, das ist richtig schön am Ende. Ich lass mal sehen, wann wachsen die? Weiß das gerade jemand von euch? Wahrscheinlich jetzt auch nicht auswendig, oder? Kann ich das hier sehen? Oh. Büsche. Das sieht gut aus. Ja, geh weg. Da sehe ich's. Hecken hat... Hä? Oba... 11. Oktober bis 30. November? Wait, what? Das stimmt nicht. Blütezeit Nordhalbkugel. Ah, hier. 11. April bis 31. Mai. Aha. Hecken und Garten. Hier die beiden. Im April dann. Okay, das dauert noch ein bisschen. Weißfrangipani. Die blühen lange. Von 1. Juni bis 20. September. Das ist natürlich auch ein bisschen schöner fast schon. Genau, Bluthibiskus ist dann oben in der Stadt. Juli bis September. Mai, Juni. Juli. Dann habe ich im Juni nichts. Dann müsste ich wirklich die Frangipani irgendwo hinballern. Das wäre schön. Aha, die Stechpalme blüht doch auch. 1. November bis 31. Dezember. Das ist doch kein Immergrün. Keins ist ein Immergrün, sehe ich hier. Okay, cool. Gut zu wissen. Sehr schön. Gut. Wissen wir Bescheid. Dann. Insel zeigen. Kann ich jetzt machen? Pass auf.